Machen wir doch gleich nahtlos weiter von den einen Schönheiten zur nächsten. Finde ich schon. Wobei, der Lacher kam jetzt aber nicht so kräftig. Nee, war auch gar nicht so. Nein, ehrlich nicht. Doch, ich meine, ich finde das ziemlich beeindruckend, wie jemand, der nicht die üblichen körperlichen Voraussetzungen zum Posing hat, es trotzdem macht. Und zwar mit einer großen Ausstrahlung. Also der Ego-Star, der kleine Nackte, der da im Schnee liegt, das finde ich total toll. Na, ich denke, also ein Großteil der Menschheit hat ähnliche Konditionen. Also, man kann sich da gut wiedererkennen. Ich meine, das sind kleine Göttergestalten, die wir hier sehen. Sind auch sehr hübsch anzusehen. Wären Sie lieber so eine Göttergestalt? Würden Sie gern mal tauschen? Nee, ich glaube, dann hätte ich es schwerer bei dem, was ich tun muss oder machen möchte. Warum? Davon gibt es in meinem Beruf eine ganze Masse und die sehen halt alle gleich aus und dann können die nicht so leicht was spielen. Also sind Sie dankbar dafür, dass Sie einer sind, der für sein Gewicht zu kurz geraten ist? Ich bin so, wie ich bin. Mehr gibt es eigentlich nicht. Ich habe da auch mir keine weiteren Gedanken. Ich finde das super, wie Sie sind. Also schön. Im Ernst. Ja. Aber ich meine, wie kommen Sie trotzdem dazu, eben so ein Selbstbewusstsein an den Tag zu legen? Ich war bisher mal der Meinung, niemand, der ein bisschen rundlich ist. Nein, das ist ja eine falsche Ausgangsposition. Ja. Ich habe ja nicht unbedingt ein besonderes Selbstbewusstsein, weil ich jetzt aussehe wie ein kleiner Mutant oder so, sondern ich denke, ich gehe genauso selbstbewusst oder habe meine Krisen, was mich betrifft, wie jeder andere Mensch auch. Nur, er will auf Napoleon hin. Ja, das ist. Nee, ich will auf keinen Ziel. Nee, also ich habe da sicher meine Probleme oder auch nicht, aber das ist gar nicht der Punkt, denke ich. Also das ist so oft das, was man auch dann gefragt wird, irgendwie, waren Sie dann immer so der gebeutelte Klassenclown und sind deshalb da reingerutscht, dass Sie dann immer was machen mussten? Nö, war ich nicht. Ich war Klassensprecher und das war aber in Ordnung. Können wir aber vorstellen, dass Sie trotzdem auch schon damals Ihre Klassenkameraden zum Lachen gebracht haben? Nö, habe ich nicht. Nee? Nö. Also das ist später erst passiert. Also wann ging das los? Durchs Theater. Also ich war bei Heime, als der in Köln Intendant war, war ich im Jugendclub Britisches Theater. Das war so eine Art Abo-Form. Und Heime hat mit Jugendlichen was inszeniert. Das war Heiner Müllers Prometheus. Und ich war Prometheus, was jetzt nicht viel heißt, Aldi, weil ich nur an den Felsen gekettet war und der ganze Text kam vom Band. Ich durfte die letzten beiden Sätze live machen. Und da ist sowas passiert, die Initialzündung, dass ich bemerkte, oh, da ist irgendwas. Das würde ich gerne können. Und ich habe halt einmal in den 35 Vorstellungen für mein Gefühl es geschafft, diese zwei Sätze so zu machen, dass sie mir was gegeben haben und den 300, die da saßen, auch. Wann kam dann der Kick, dass Sie gemerkt haben, Teufel, die Leute lachen über mich, ich bin komisch? Das ist nur ein Teil meines Berufes. Also ich meine, das gibt es auch. Ich habe dann lange Jahre habe ich in freien Gruppen Sachen gespielt wie Oscar Wilde und Genet und so. Die sind nicht so komisch erstmal. Auch, ich meine, Wilde hat auch Komödien geschrieben, aber das war es nicht. Das kam dann später so mit dazu. Dann habe ich eben auch Komödien gespielt. Das war dann sehr erfolgreich. Das ist immer dieser Fluch dieser Dinge. Wenn man etwas tut, was dann viele Leute sehen, wie zum Beispiel, dass ich dann anderthalb Jahre lang Geierwalli gespielt habe, quer einmal durch die Republik, dann ist man, was weiß ich, das. Klar, oder dann kam Edgar und dann war ich das. Aber Dirk Bach denkt natürlich sofort jeder an die dazugehörige Comedy-Show, dass sie da nebenbei auch noch sehen. Fest angestellter Staatsschauspieler sind in Köln. Richtig, in Köln sehen halt vielleicht alle zwei, drei Tage 1000 Leute, dass ich eben Shakespeare spiele oder Schiller oder Marlene Strehowitz und das sind dann wieder ganz andere Sachen. Aber bedeutet Ihnen das mehr als das andere? Also Theater ist natürlich Mutter aller Dinge sowieso. Da kommt alles her, was meinen Beruf betrifft. Kommt alles her, aber es kommt nicht mehr alles hin, das ist das Dumme. Ja. Dort weniger. Die Stücke, die ich spiele, sind gut besucht. Nein, nur trotzdem mal, das, was ich weiß, jetzt als es gibt eine berühmte Krise, aber die Krise, glaube ich, ist eher mehr darin, dass wir immer gucken, wo wir das Geld wegnehmen. Und wir tun es komischerweise da, anstatt woanders. Also ich wüsste dann noch so ein paar andere Sachen. Aber ist denn die Fernsehkarriere möglicherweise auch sozusagen das zweite Standbein, ganz bewusst? Nee, ich habe nie Standbeine gewählt, sondern für mich gibt es einfach eine Bandbreite, die ich gerne erreichen möchte und wollte. Und jetzt, da habe ich schon mal einen schönen Punkt erreicht mit diesen verschiedenen Dingen, die ich tue. Für mich, also ich sage immer, dass ich Kunst mache. Bei all dem, was ich tue, ob das jetzt bei RTL ist oder im Theater oder wenn ich versuche, Perlen des Pops zu erzeugen oder sogar, wenn ich eine Werbung machen würde, weil ich einfach eine schöne Werbung, eine gelungene, also von daher würde ich die beiden auch nicht hier als die Dummdödel verkaufen, die gar nichts machen, weil, um den Job zu machen, nee, aber es war eben so, man macht was mit euch, man macht natürlich was mit ihnen, aber sie machen unheimlich viel, also dafür muss man ja auch nur irgendwas haben, um das machen zu können. Also man muss ja, man kann nicht nur abfotografiert werden. Nee, also das ist ein harter Job, der auch kreativ ist. Nicht als Dummdödel verkaufen. Ne? Nein, das ist nur, es klingt nur, immer so also, durch. Und das Ego, kann man ja auch auf Ego meinen. Ego zu behalten. Und da sind wir genau am Punkt. Ist der Begriff Ego-Star eigentlich Ihrer? Da würde Ihnen gut stehen, der Titel. Und das meine ich durchaus positiv. Ja, aber ich bin das gar nicht.
Schreiben Sie Ihre Sachen selber? Also ich kreise im Moment zwar, weil ich jetzt so gefordert bin im Interview, kreise ich natürlich sehr um mich selber, aber sonst nicht so. Aha. Sind Sie eigentlich eher scheu? So ja. Von Ihrem Naturell her? Und ich muss mich jetzt sehr anstrengen. Ja, Sie müssen immer so eine Hürde überspringen, glaube ich. Das ist ja ganz oft bei Leuten, die auch ein sehr komisches Talent haben. So. Ist ja nichts. Ja, ich habe auch. Sie haben ja mal mit Hella von Sinnen zusammen in einer Wohngemeinschaft gelebt. Da stellt sich natürlich jeder also nur zerschlagenes Porzellan vor und zwei Furien, die ständig umeinander rumtanzen. Aber das scheint anders gewesen zu sein. Nein, ich meine, Hella hat für sich ja, sagen wir mal, eine gewisse Figur kreiert auch. Also Hella ist ja auch nicht eins zu eins so, wie sie schreiend durch eine Show geht, was sie ja ganz toll macht. Aber zu Hause ist sie natürlich auch anders. Irgendwann wird sie auch müde. Also dann auch dann, ruhiger. Wenn sie munter werden. Nein, nein, überhaupt nicht, nein. Wir sind gute Freunde und da waren wir besonders... Wie wichtig war sie für Ihre Karriere? Das verstehe ich jetzt nicht. Ob sie Sie irgendwie in Ihrer Karriere beeinflusst hat? Ja, wir haben unsere erste Aufnahmeprüfung an der Schauspielschule zusammen gemacht, 1980. Und sind beide durchgefallen. Genau. Glorios durchgefallen. Und dann haben wir so ein bisschen zusammen Comedy gespielt, Anfang der 80er Jahre. Und dann haben sich unsere Wege, was den Beruf angeht, getrennt, weil Hella dann andere Dinge getan hat. Also sie hat sich ein bisschen auf freie Filme und diese Dinge und dann später Fernsehen und ich war im Theater immer zu Hause. Sie sind ja jetzt jemand, der schon als Fernsehstar gefeiert ist. Obwohl Ihre beiden Eltern beim WDR jeweils fest angestellt sind bei einem privaten Kanal, was ein Sündenfall ist. Wieso? Nicht? Nö. Was sagen Mami und Papi dazu? Ja, die beurteilen doch eher das, was ich tue, nicht wo ich es tue. Also, das sind gute Eltern. Na klar sind das gute Eltern. Deshalb durfte ich auch immer alles machen, was ich denn gerne machen wollte. Nein, nein, ich bin auch beim WDR. Also ich meine, ich bin ja auch Prinz Mumpelfitz. Das ist eine Kinderhörfunkserie. Also das ist der Sohn des Monsterkönigs. Das mache ich ja auch. Also ich meine, da habe ich keine großen Hemmungen. Also hier sitze ich ja auch. Ist ja auch in Ordnung. Worauf ich hinaus wollte, Hella hat... Das finde ich gut. Hella hat ja ziemlich üble Erfahrungen, auch gerade mit dieser TV-Branche gemacht. Deshalb meinte ich, ob Sie davon irgendwie profitieren konnten, also dass Ihnen das möglichst nicht widerfährt. Naja, aber das sehe ich ja, da muss ich ja nur immer ein bisschen Rundfunkgazetten lesen, um zu sehen, was einem widerfährt, wenn man da nun auf einmal in diesem Kasten vorkommt. Das ist, ja, also was heißt profitieren? Nee. Dirk, Sie sind ja so ein richtiger Macher, so einer, der auch sich bestimmt viel Gedanken macht um etwas. Und Sie sollen sich darüber Gedanken gemacht haben, was oder wie innovatives Fernsehen sein könnte. Können Sie uns daran mal teilhaben lassen oder ist das zu verfrüht? Nein, ich habe mir da keine Gedanken drüber gemacht, weil da war gerade ein Kassenzeichen. Ja. Hatte das jetzt was damit zu tun? Ganz Ohr, wenn es irgendwo in der Kasse klingelt. Das ist immer wieder schön, auch wenn es klingelt, ja. Innovatives das ist ein netter Aspekt, auch, ja. Ist nichts, was Sie interessieren könnte? Da habe ich doch, aber das ist etwas, was in Deutschland ja noch nicht so sehr vorgekommen ist. Einfach wie könnte es denn aussehen, Ihrer Meinung nach? Naja, das Ausland macht es natürlich einfach, weil die eine andere Fernsehkultur haben. Also die sind halt uns immer sehr weit voraus und wir hecheln hinterher. Und, die Amerikaner? Oder naja, von wem sprechen Sie jetzt? Naja, aber so was Engländer oder Holländer, da passieren natürlich wirklich ganz andere Dinge. Also wenn man die letzte Rose von Montreux nimmt, wo Paul Deleuve, der da die Goldene Rose bekommen hat, der eine Unterhaltungsshow macht und er hatte da eben sein zentrales Thema war ein Sänger, ein holländischer Sänger, der kurz vor Zenit der Karriere stand und AIDS bekommen hat und also im Sterben lag. Und daraus wirklich eine sehr vergnügliche und sagen wir mal auch völlig tabufreie Geschichte zu machen, ist etwas, was hier völlig undenkbar ist. Da sitzen 10 magenkranke Redakteure rum und denken, morgen müssen sie nach Hause gehen, weil das geht nicht. Nee, also wir haben da einfach noch viele Dinge, die sind nicht möglich. Und das liegt natürlich bei uns daran, dass es eh bei der Kultur bei uns ja so ein bisschen bergab gegangen ist, nachdem ja so das Dritte Reich alle gekillt hat oder sie waren weg. Und danach ist erstmal keiner gekommen. Dann hatten wir eine Kultur, die bestand aus Peter Alexander und Gunter Philipp. Und dann ist es erstmal hart. Also nichts dagegen. Gunter Philipp ist ein ganz wunderbarer Boulevardschauspieler. Und also nicht, dass ich den nicht schätze oder so, aber es ist auf einem bestimmten Level gelaufen, was uns nicht so sehr weitergebracht hat. Und wenn wir hier rausgehen, gehen so durch diese Korridore, die alle so ein bisschen miefig ist, die unterscheidet nicht viel die von RTL, die sehr Hightech sind, da ist auch nicht viel passiert, aber das ist das. Also wir haben es Hightech oder miefig, aber es fehlt an irgendwelchen bewegenden Inhalten und die sind noch nicht so da. Gut, wir sind gespannt darauf, wir würden es dann gerne sehen zum Schluss noch, weil überall ist es zu lesen, es gibt 400 Kuscheltiere bei Ihnen zu Hause. Lassen Sie ich kriege ein Geschenk. Lassen Sie es 401 sein. Ah! Nein, gute Frage. Schönen Dank.